Wer selbst Flucht und Vertreibung erlebt hat, der leidet auf besondere Weise mit den Flüchtlingen, die derzeit nach Deutschland strömen. Das sagt Bernd Fabricius, der Präsident des Bundes der Vertriebenen. Herzlich willkommen, Herr Fabricius. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren, zum DW-Interview. Mein Name ist Thomas Spahn. Herr Fabricius, nach dem Zweiten Weltkrieg sind 12 Millionen Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben worden. Was empfinden die heute angesichts des aktuellen Flüchtlingsdramas? Auch wenn die Situationen nicht vergleichbar sind, leiden die Mitglieder unseres Verbandes, die deutschen Heimatvertriebenen, mit den heutigen Flüchtlingen mit. Wer einmal selbst Vertreibung und Verlust der Heimat erlebt hat, vergisst nie wieder, wie sich das anfühlt. Kommen da bei Ihnen persönlich auch Bilder hoch aus Ihrer eigenen Familiengeschichte beispielsweise, wenn Sie die Bilder jetzt im Fernsehen sehen von den aktuellen Flüchtlingsereignissen? Ja, die tragischen Ereignisse zum Beispiel in Österreich mit diesem LKW, in dem 71 Menschen qualvoll erstickt sind, erinnern mich ganz dramatisch an das, was mein Opa mir erzählt hat. Mein Opa ist 1945 im Januar nach Russland zur Zwangsarbeit verschleppt worden, allein weil er in Siebenbürgen als Angehöriger der Deutschen gelebt hat. Er hat anschließend nicht viel über diese schreckliche Zeit gesprochen, aber die Fahrt dahin bei 30 Grad minus Kälte an einem eisigen oder in eisigen Januar-Winterwochen, das hat ihn nie wieder losgelassen. Er hat mir davon erzählt, dass sie in einem vernagelten Viehwaggon transportiert worden sind, der unterwegs nur geöffnet wurde, um verstorbene Menschen aus dem Wagen zu werfen. Diese Erzählungen meines Opas haben sich bei mir als Film eingeprägt und ich fühle mich daran erinnert, wenn ich heute sehe, wie sich Schleuserkriminalität auswirkt. Man kann Leid sicher nicht gleichsetzen, aber haben es die Flüchtlinge von heute schwerer noch als Sie und Ihre Familie zu Ihrer Zeit, weil Sie kommen aus einem anderen Kulturkreis, sprechen eine andere Sprache? Sie haben es anders schwer. Die deutschen Heimatvertriebenen sind damals in ein zerbombtes Deutschland gekommen. Sie sind zwar zu Brüdern und Schwestern gekommen, sie hatten zum Teil die gleiche Staatsangehörigkeit. Die Willkommenskultur damals war allerdings nicht ausgeprägter als heute. Sie waren sehr oft als Belastung empfunden. Sie haben keine offenen Arme gehabt. Man kann die Geschichte der Vertreibung der Deutschen und die Integration in Deutschland durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Es war aber ein langer Weg dahin. Die heutigen Vertriebenen kommen in eine völlig fremde Gesellschaft. Sie kommen aus anderen Kulturen, sie haben ein anderes Wertegefüge. Es sind 80% etwa islamische Vertriebene und Flüchtlinge, die heute nach Deutschland kommen. Deutschland ist heute ein reiches Land. Deutschland kann sich mehr leisten, als sich Deutschland damals leisten konnte. Trotzdem sind die Integrationserfordernisse heute viel, viel schwerer. Sie sind 1984 als Spätaussiedler aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Sind Sie ein Vertriebener? Selbstverständlich. Von Vertreibung spricht man, und das ist mein eigenes Erleben und auch meine Überzeugung, nicht nur dann, wenn man durch tatsächlich akute Gewalt zum Verlassen eines der Heimat gezwungen wird, sondern auch dann, wenn ein Vertreibungsdruck aufgebaut wird, der einem das Verbleiben in der Heimat schlicht nicht mehr möglich macht. Das würde auch für sehr viele Menschen aus dem Balkan gelten, wo es keine staatliche Vertreibung mehr gibt, aber doch religiöse Willkür, Gewalt und Ausgrenzung. Sie haben recht. Es gibt auch im Balkan vereinzelt Tatbestände, die unter das deutsche Asylrecht fallen. Das sind Menschen, die aus religiösen Gründen vertrieben werden. Man muss aber schon feststellen, dass die Mehrheit der Menschen, die aus dem Balkan heute zu uns kommen, doch eher eine wirtschaftliche Migrationsentscheidung treffen, die ich keinem einzigen von diesen Menschen verüble. Sie nehmen schlicht ihr Schicksal in die eigenen Hände. Das deutsche Aufenthaltsrecht kennt 41 einzelne Tatbestände des Zuzugs. Was ich allerdings nicht für richtig finde, ist, wenn Menschen, die eine wirtschaftlich bedingte Migrationsentscheidung treffen und diese aber auf den dafür vorhandenen Wegen nicht umsetzen können, weil die Möglichkeiten auf sie direkt nicht anwendbar sind, dass sie dann die Wege, die für einen ganz anderen Zuzug, nämlich den Zuzug
von Flüchtlingen eröffnet sind, missbrauchen. Das klingt mit Verlaub sehr technokratisch. Ich glaube auch nicht, dass im Westbalkan jedem klar ist, auf welche legale Weise er nach Deutschland kommen kann. Wird das genügend erklärt? Es gibt schon allein auf der Seite des Auswärtigen Amtes ausreichend Informationen und erschöpfende Informationen dazu. Ich muss aber auch sagen, dass es dort eine Hohlschuld gibt. Wenn ich in meinem Heimatland mit der wirtschaftlichen Situation unzufrieden bin und in andere Gegenden migrieren möchte, dann ist es meine Aufgabe, mich zu erkundigen, wie das geht und wohin das geht. Und nur in diesem Rahmen kann ich wandern. Wir haben kein allgemeines Menschenrecht auf freie Wahl des Wohnsitzes in der ganzen Welt. Ihr Verband hilft Flüchtlingen, jetzt in dieser Lage auch vielen aus Syrien. Wie helfen Sie? Wir haben eine ganze Reihe von Migrationsberatungsstellen. Wir haben Standorte in 10 Bundesländern, in denen Menschen, die als anerkannte Asylbewerber Hilfe brauchen, Hilfe, Rat in allen Lebenslagen. Diese Menschen können 3 Jahre lang bei jedem Bedarf, so oft sie wollen, in unsere Beratungsstellen kommen und sie bekommen ein offenes Ohr, sie bekommen Informationen, sie bekommen Hilfe in allen Lebenslagen. Wir haben allein im letzten Jahr über 5.300 Beratungsfälle registriert. Hinter diesen Beratungsstellen stehen knapp 7.000 menschliche Schicksale und davon war knapp die Hälfte Beratung für Menschen aus aktuellen Krisengebieten. Ihr Verband, der Bund der Vertriebenen, hat sich früher vehement gegen die Aussöhnung mit Polen und Tschechien gewandt, sie sogar bekämpft und galt vielen in Deutschland als rechtskonservativ, revanchistisch, wenn nicht gar reaktionär. Helfen Ihnen die Flüchtlinge nun, das Image zu verbessern? Die Flüchtlinge helfen uns, die Medien dazu zu bringen, den Verband in seiner tatsächlichen Aufgabengestaltung wahrzunehmen. Ich muss der Feststellung widersprechen, dass unser Verband der Aussöhnung mit Polen im Wege gestanden hat. Sie meinen vermutlich, dass die Vorsitzende des Verbandes als Abgeordnete des Deutschen Bundestages unterschiedliche Voten abgegeben hat. Es ist nicht meine Aufgabe, diese zu kommentieren. Es war nicht die Position des BDV. Sie sind Mitglied einer christlichen Partei, der Christlich-Sozialen Union. Ist es herzlos, wie Ihr Parteichef Seehofer derzeit die Bundeskanzlerin Merkel angegangen hat, weil sie Flüchtlinge aus Ungarn aufgenommen hat? Nein, es ist nicht herzlos, es ist richtig. Ich halte das Signal, das ausgesendet worden ist, als fatal. Es war richtig, dass die Bundeskanzlerin mit den beteiligten Ministerpräsidenten sich in einer Notlage, die vermutlich am Bahnhof in Budapest bestanden hat, zu einer schnellen Lösung bereitgefunden hat. Allerdings ist das Signal, das damit ausgesendet worden ist, ein fatales, wenn ich feststelle, dass Menschen in Flüchtlingslagern im Umfeld von Syrien jetzt aufgrund des Signals, dass in Deutschland an Bahnhöfen Kuchen und Plüschtiere verteilt werden, der Meinung sind, dass jetzt schlicht alle Menschen nach Deutschland kommen können und wir darauf nur warten. Das ist ein negatives Signal. Im Übrigen ist aus meiner Sicht die mediale Berichterstattung dazu in einem ganz konkreten Widerspruch zur tatsächlichen Empfindungslage der deutschen Gesellschaft, die natürlich eine Willkommenskultur für heutige Vertriebene und Flüchtlinge hat, aber auch die Probleme sieht, die damit verbunden sind. Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker appelliert an alle europäischen Mitgliedsländer, die Flüchtlinge nach Quoten zu verteilen. Reichen noch Appelle, wenn Ungarn beispielsweise auf dem Standpunkt steht, das sei ein deutsches Problem? Erstens reichen solche Appelle ganz bestimmt nicht. Und ich halte den Plan, den Kommissionspräsident Juncker heute vorgestellt hat, für viel zu kurz. Er greift in vielen Punkten zu kurz. Ich muss aber auch ganz deutlich der Position von Orbán widersprechen. Das ist mitnichten ein deutsches Problem. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie er auf eine derartige Feststellung kommt. Sollte es finanziellen Druck auf EU-Mitgliedsländer geben, wenn sie sich der Quote verweigern? Selbstverständlich. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, europäische Solidarität in Notlage zu verweigern, Flüchtlinge nicht aufzunehmen, um im selben Atemzug europäische Solidarität einzufordern, wenn es um Leistungsinanspruchnahme geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Europäische Union auch mit finanziellen Mitteln eine Regelung des Problems bewältigen muss. Ich würde aber einen weiteren Schritt positiv finden.
Ich denke, es wäre an der Zeit, dass die Europäische Staatengemeinschaft die Länder, die zum Beispiel nach den Dublin-Kriterien mit einem großen Zustrom zu kämpfen haben, ich meine damit Griechenland und Italien, in der Bewältigung dieser Aufgabe deutlich unterstützen müssen. Es ist nicht Aufgabe dieser Länder, die ganze Last zu tragen. Ihre Aufgabe ist nur, die Problemlage zu verwalten, die Problemlage zu bewältigen. Die finanzielle Last ist Aufgabe der Staatengemeinschaft. Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen, den Sie selber öffentlich gemacht haben. Sie leben in eingetragener Partnerschaft, damit offen homosexuell. Wie schwer fällt es manchen Ihrer Mitglieder im Verband, das zu akzeptieren? Gar nicht schwer, nicht schwerer und nicht leichter als dem Rest der Gesellschaft. Es ist schlicht kein Thema, wie das aus meiner Sicht in der heutigen Gesellschaft allgemein kein Thema ist. Ich möchte, wenn Sie mir schon diese Gelegenheit bieten, mit dem Missverständnis aufräumen, dass mein Verband ein besonders konservativer, ein besonders reaktionärer, ein besonders rückwärtsgewandter sei. Wir spiegeln die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Realität wider, wie das der ADAC oder die Deutsche Post tut. Wir bitten Sie zum Schluss des Gespräches, wie immer bei uns, die drei unvollendeten Sätze zu vollenden, die ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Meiner Partei CSU wünsche ich, dass Sie in Fragen der Homosexualität den Weg der Beseitigung von Diskriminierungen, den wir auch schon im Koalitionsvertrag angelegt haben, beherzt weitergeht. Dass wir Deutsche Krieg und Gewalt in Syrien und Afrika verdrängt haben, halte ich nicht für richtig. Ich denke, dass wir Deutsche darauf jeden Tag Antworten suchen und diese auch bieten werden. Heimat bedeutet für mich das Umfeld, in dem ich zu Hause bin, in dem ich mich nie erklären muss, in dem ich selbstverständlich leben kann. Bernd Fabricius, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.